Herzlich willkommen, liebe Luftzeichen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, ob ihr selber Luftzeichen seid oder als Crosswatcher hier reinschaut für euer Luftzeichen. Wie auch immer, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir werden uns heute die Energien der Liebe für die kommende Woche, also für die laufende Woche quasi anschauen. Wir haben heute den 21.12. Es ist ein ganz, ganz besonderer Tag, unabhängig davon, dass das 21.12. natürlich Spiegelzahlen sind, was eine zusätzliche starke Bedeutung in sich trägt. Zusätzlich haben wir natürlich Wintersonnenwende. Wir haben eine unfassbare Konjunktion von Jupiter und Saturn, die höchstwahrscheinlich dementsprechend, was zu Jesus Geburt des Bethlehemsstern gegeben hat. Wir treten heute in das Wassermann-Zeitalter, also eine sehr turbulente Zeit, Zeit der Revolutionen, Zeit des Umdenkens, Zeit des Übergangs in die geistige Welt, der starken Verbindung, raus aus der Zeit des Steinbocks, welches sich sehr auf und das Jahr des Herrschers, was wir auch verlassen. Wo es viel um Kontrolle, um materielles gegangen ist. Und das sind alles sehr, sehr starke Energien, die sich auf uns hier, die uns beeinflussen, die dich beeinflussen. Und das sind Energien, die wir mitnehmen können oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wenn du das hier zuschaust, dann bist du jemand, der diese Energien mitnimmt und für sich nutzt. Jeder macht das individuell und das heißt jetzt nicht, dass jemand das besser oder schlechter macht. Das sind sehr, sehr individuelle Prozesse. Aber diese Energien schmeißen unser Liebesleben natürlich auch ein bisschen durch die Gegend und stellen es auf den Kopf. Und wir müssen uns wahnsinnig viel anpassen zur Zeit, flexibel und beweglich bleiben, um mit den Energien schwingen zu können. Ja? Abgesehen davon, dass wir natürlich zusätzlich mit Energien gepumpt werden, die wir noch körperlich nicht so gut verarbeiten können. Das könnt ihr auch merken, indem ihr zum Beispiel auch die letzten Tage extrem ermüdet wart. Ich konnte heute Nacht zum Beispiel überhaupt nicht schlafen. Also schlimmer wie bei Vollmondgeschichten. Und also das sind alles natürlich Themen, die uns zusätzlich beeinflussen, die unsere Einsichten auf bestimmte Themen komplett verändern, die bestimmte Erleuchtungen und Erneuerungen in uns hervorrufen. Eins ist klar, wir sind nicht mehr dieselbe, die wir in das Jahr reingegangen sind. Und so eine Transformation haben wir wahrscheinlich im Kleinkindalter das letzte Mal mitgemacht. Ja? Indem wir vielleicht nochmal am Jahresanfang in die Windel geschossen haben und am Jahresende schon mal vielleicht gelaufen sind. Ja? Und vielleicht auch windelfrei waren. Also, ihr wisst, was ich meine. Die Transformation ist unfassbar. Prozesse sind unfassbar, ob das jetzt Seelenpartnerprozesse sind oder die normale Wunschpartnergeschichten oder die aktuellen bestehenden Ehen, die auseinanderbrechen. Die Corona-Zeit hat natürlich ihr eigenes nochmal zusätzlich zu dem Ganzen beigetragen. Der Lockdown betrifft uns alle und macht mit uns ganz unterschiedliche Sachen. Die einen genießen es, die anderen leiden unglaublich drunter. Also es ist, wie es ist. Ja? Wir können es nicht verändern. Es ist nur die Frage, was wir damit machen, was wir draus machen. Und das gilt für dich und das gilt genauso für dein Gegenüber. Ob wir diese Schwingungen für uns nutzen und die Veränderungen einleiten, oder ob wir uns dagegen streben und sagen, nee, mache ich nicht, ich will das nicht. Ja? Ich bin verunsichert, ich weiß nicht, was um mich gerade geschieht. Ich habe diesen Sicherheitsmodus um mich herum nicht gerade, um die Komfortzone zu verlassen. Also, das kann natürlich bedeuten, dass diese Person bleibt da, wo sie ist und das ist auch in Ordnung, das dürfen wir alle, wir haben alle freien Willen. Ja? Für dich, die hier zuschaut oder der hier zuschaut, glaube ich nicht, dass du zu diesen Personen gehörst, aber dein Gegenüber, der vielleicht diese Videos nicht schaut, ja, dann kann es auch so sein, ja.
Und das haben wir zu akzeptieren. Das können wir nicht verändern. Du kannst ihm natürlich dieses Video schicken, aber entweder erklärt er dich für verrückt und zieht sich noch mehr zurück oder es wird eine Erleuchtung. Das weiß man nicht, gell? Genau, wie auch immer. Wir leben in unfassbaren Zeiten und ich glaube, dafür können wir dankbar sein. Wir können uns bei uns selbst bedanken, dass wir uns entschlossen haben, zu diesen Zeiten geboren zu werden und das erleben zu dürfen. Ich hatte gestern eine sehr interessante Unterhaltung mit einer guten Freundin, die meinte, weil ich ja immer mehr darüber spreche, dass, oder darauf hinweise, ja, für mich war es eigentlich von immer schon klar, ich konnte diese bilderbuchmäßige Karten deuten noch nie. Ich habe mir sehr schwer getan. Mir war klar, ich muss den Schmarrn auswendig lernen, aber das hat nie in meinen Kopf reingepasst. Dass immer mehr Kartenleger genau diesen Satz sagen: Ich lege die Karten intuitiv und nicht mehr bilderbuchmäßig. Das ist so, weil wir diese Fähigkeiten jetzt besitzen. Die haben wir vorher nicht besessen. Also wenige Menschen, deutlich weniger Menschen wie heute, haben diese Fähigkeiten, Karten intuitiv zu lesen, Botschaften zu empfangen, diesem Flow zu kommen, um einfach mal zu channeln und die Karten zu deuten. Da wir diese Fähigkeiten nicht gehabt haben, mussten wir uns beibringen, die Karten nach dem Schema F zu lesen und auswendig zu lernen, welche Kartenkombinationen was bedeuten und so weiter. Das war nötig, weil wir niedrig geschwingt haben und auf diese Art und Weise konnten wir aber auch die Zukunft oder die Energien lesen. So weit, so gut. Das Gleiche sage ich auch in Medizin, ja. Die schulmedizinische Ausbildung, die die Ärzte genießen, in der normalen Standardmedizin, die waren über sehr lange Zeit für uns total wichtig, weil uns, die uns das Leben gerettet haben und die wird weiterhin verbleiben. Aber immer mehr Platz nimmt Naturheilkundeverfahren, Energiearbeit, weil wir so hoch schwingen, dass diese Heilungsverfahren immer größere Fortschritte in unsere Gesundwerden mitbringen. Ja? Nicht zu sprechen von psychologischen Seite, ja, welche Prozesse da jetzt gerade ablaufen, um im Energieheilverfahren zum Beispiel. Also das ist alles immer mehr möglich, weil wir immer höher schwingen und immer mehr empfänglicher werden für diese Themen und somit sie immer mehr Wirkung zeigen. Ja, aber das ist erst möglich mit dem Energie und Schwingung, Erhöhung in der Zeit, in der wir gerade leben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, liebe Luftzeichen, ich habe euch jetzt auch gerade wieder ein bisschen zugelabert, aber es ist heute nochmal ein besonderer Tag und feiere den Tag. Ja? Es ist, wie man so schön sagt, die Konjunktion hätte es auch höchstwahrscheinlich zu Jesus Geburt gegeben haben und höchstwahrscheinlich so stark in 1226, wenn ich mich nicht gut erinnere. Da kannst du dir anschauen, was das für Jahren und Jahrhunderte waren, wie beweglich sie waren, was für wichtige Umdenkprozesse stattgefunden haben, wie die Gesellschaft sich verändert hat, dass es einfach einschlägige Ereignisse waren und deswegen können wir feiern. Ja, wir gehen in Wassermann-Zeitalter, eine revolutionäre, aber für mich auf Denkebene, geistige Ebene revolutionäre Zeit, die uns sehr viel weiterbringt im Bewusstwerden dessen, dass wir hier nicht alleine sind, dass es eine geistige Welt gibt, mit der wir verbunden sind, dass wir Seelenverträge haben, dass wir Seelenwege gehen und dass wir die immer besser finden. Ja? Unsere Chakren werden immer mehr aufgehen, unsere Kronen und drittes Auge und alles, was uns mehr verhilft, den Seelenweg zu gehen und zu realisieren, das wird alles deutlich einfacher jetzt, ja, für die meisten. Ich muss euch sagen, vielleicht guckt auch diese liebe Kundin das ja auch.
Eine Kundin, die natürlich von mir, also jeder, der sich irgendwo beraten lässt, ist in irgendeiner Form spirituell, aber bei dem letzten Gespräch, die ich mit ihr geführt habe, hat sie tatsächlich sie ist auch im Seelenpartnerprozess gefangen und auch ewig nicht mehr in Kontakt, sondern bestimmt ein halbes Jahr schon. Und ja, sie hat tatsächlich eine Vision bekommen von dem, wie er ihr erschien und wie er mit ihr gesprochen hat und welche Botschaft er ihr hinterlassen hat. Das ist niemand, der eine Mediumsausbildung realisiert hat, der durchgeführt hat, der gecoacht wurde, der an die Hand genommen wurde. Nein, nix. Das ist eine ganz normale Person wie du und jeder, der dich hier zuschaut und ich, ja. Und trotzdem ist das möglich. Da seht ihr, wie weit wir schon sind, ja. Klar, natürlich in dem Moment fragt man sich, war das jetzt das oder war das jetzt das nicht? Ja, das war es jetzt. Ja? Genau so läuft das ab. Okay, liebe Luftzeichen. Ach, was mache ich? Ich brauche nochmal ein Energiebild. Mein Gott, ich bin so durcheinander. Okay, weil ich so viel rede. Okay, also für alle neu, ich hole mir erstmal ein Energiebild und darauf basierend gehen wir zu den Karten über. Okay, bis gleich. Okay, lieber Luftzeichen, ich habe dich gesehen, wie du einen gebratenen Fisch oder vielleicht war das auch ein geräucherter Fisch, wie auch immer. Du hast auf jeden Fall einen Fisch auf dem Tisch gehabt, auf dem Teller mit Kopf und allem drum und dran. Du hast ihn quasi aufgemacht und hast angefangen mit einem Messer die ganze Kreten so wirklich so rausspringen lassen, ja. Und ich habe dich gefragt, was du machst. Du hast gesagt, ich liebe Fisch. Aber ich hasse die Kreten, ja. Du warst sehr, wie soll ich sagen, sehr entschlossen, sehr klar kommunizierend. Höchstwahrscheinlich hättest du auch sagen können, ich liebe Rosen, aber ich hasse die Dorne an der Rose. Wenn jemand natürlich als Crosswatcher und Fisch ist, Fisch vom Sternzeichen ist, dann kannst du das auch für dich sprechen lassen, ja. Aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Du bist bereit, etwas zu tun, wo du weißt aber, dass bevor dieser Geschmack und das Essen stattfindet, erstmal etwas beseitigt werden muss, was aktuell stört, was aktuell diesen Prozess hemmt, ja? Okay, da bin ich sehr gespannt, was für eine Herausforderung diese Woche auf die Luftzeichen kommen. Aha, die Karte wollte rauskommen und ist dann wieder rein. Gut, ah ja. Walking away auf dem Kopf, ah ja, Also, wir haben hier Angel of Love und du hast gesagt, ich liebe Fisch, aber ich hasse die Kreten. Du hast, dass jemand ständig, entweder du oder die Person ständig wegläuft. Dass man sich nicht traut, dem zu widmen, sondern ständig mal davor wegläuft. Und du willst diesen Prozess von dem Weglaufen, vielleicht beide läuft ja weg, wie auch immer, ja, zum Stoppen bringen, damit es vorangeht. Okay? Deswegen habe ich gesagt, du hättest genauso mit einer Rose arbeiten können. Das ist jetzt Fischthema letztendlich unabhängig. Aber das war ein Fisch. Vielleicht ist das auch ein Zeichen für dich. Gut. Welche führende Energien haben wir für die Luftzeichen? Beistand und verweist. So. Und das ist das, was die Situation aktuell geführt hat. Das heißt, aufgrund dessen, dass ständig weggelaufen wird von dieser Situation, fühlen sich beide irgendwie unglücklich, todunglücklich. Und jetzt will man diesen Prozess aufhalten. Man möchte, dass man sich diesen Themen endlich, dem Thema der Liebe, man sich endlich widmet. Ja?
Rad des Schicksals. Du willst diese Situation verändern. Und jetzt unabhängig, ob du Frau oder Mann bist, ich habe dich tatsächlich, es hätte auch Frau sein können, ich habe dich in der männlichen Energie wahrgenommen, die sehr entschlossen und dadurch die männliche Energie. Ja, das hätte wirklich auch eine Frau sein können. Die eine aus der männlichen Energie heraus, wir haben beide immer die zwei Seiten in uns, diese Entscheidung getroffen hast, diese Kreten müssen weg. Ich liebe Fisch, aber ich hasse Kreten, die müssen weg. Die behindern uns hier. Ja? Du willst das Schicksal verändern. So, und endlich nicht weglaufen, sondern aufeinander zugehen und kommunizieren. Sehr schön. Das ist das, was ich hier wahrgenommen habe. Der Beistand, hier geht es darum, dass du aufgehalten wirst, nicht wegzulaufen, sondern sich das Thema anzuschauen. Du wirst aufgehalten, bevor du wegläufst, dann werden dir quasi Mauern vor die Füße gesetzt, damit du nicht wegläufst, damit du dich dem Thema stellst und damit du endlich dein Schicksal in die Hände nimmst und anfängst zu handeln. Deine Seele schreit danach, dass sie diesen Zustand nicht mehr tragen kann. Sie möchte da raus und bitte schnell. Okay? Das ist zu anstrengend für die Seele. Sie leidet. Heieiei, sehr schwierige Energien. Also, dieses Verwaistsein, dieses Unglücklichsein, dieses Blockiertsein, dieses Anstrengensein, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme, ja, das ist unerträglicher Zustand, der beendet werden möchte. Ja, und ich liebe Fisch, aber ich hasse Kreten. Ich hasse Kreten. Wir müssen weg. Die Situation aus der Vergangenheit hat immer wieder aufgezeigt, dass ihr euch im Kreis gedreht habt, dass aus der Situation kein Rauskommen war, dass ihr euch immer wieder gegenseitig verletzt habt, weil vielleicht beide sich nicht öffnen konnten, weil beide vielleicht über Emotionen nicht sprechen konnten, dass man sich gegensätzliche Vorwürfe gemacht hat, was auch immer. Es war eine unreife Liebe, die dazu geführt hat, dass es sich nicht weiterentwickeln konnte. Okay? Egal, das gehört der Vergangenheit. So, das Aufeinanderzugehen ist aktuell blockiert, weil ihr beide einfach blockiert seid und das nicht vorangeht. Ja, es ist anstrengend. Beide wollen nicht nachlassen. Beide wollen irgendwie in ihrem Kokon bleiben und da nicht rauskommen. Aber der Prozess der Transformation geht voran und das Bleiben im Kokon ist nicht möglich. Dieser Heilungsprozess verläuft. Schau mal, ihr seid beide hier nicht reif. Deswegen ist das so ins Stocken geraten, ja? Aber das wird sich jetzt verändern, diese Woche. Ich liebe Fische, aber ich mag keine Kreten. Das heißt, ich erhebe mich über die Blockaden heraus. Ich meine, bis dato war das Aufeinanderzugehen nicht möglich. Es war blockiert durch diesen Berg. Jetzt nimmst du den Schiff aus dem Wasser, erhebst du dich über die Berge hier und gehst voran. Okay, du nimmst den Fisch und entfernst die Kreten. Und das Entfernen der Kreten ist raus aus der Isolation, raus aus dem verwaisten Zustand, raus aus der Einsamkeit, raus aus dem ewigen Weglaufen, nicht den richtigen Wege finden. Also alles, was eben dazu geführt hat, dass es halt ins Stocken gerät, ja. Diese Isolation, diese Kälte, die muss unterbrochen werden, weil es nicht mehr zu ertragen ist. Ja? Und diese Entscheidung hast du für dich getroffen, um dein Schicksal zu verändern, um aus diesem schlimmen Zustand für dich rauszukommen. Ich sehe hier auch eine große Unter, das ist dieser Beistand, ja, der sagt,
Weglaufen ist jetzt keine Option. Du musst dich dem stellen. Du bist in einer Sackgasse. Sehe es, akzeptiere es und drehe um. Suche einen neuen Weg. Ja? Der einzige Weg, den es hier gibt, ist, sich über seine eigenen Gefühle klar zu werden und zu definieren, für wen empfinde ich was. Und es wird hier, das ist hier eine zentrale Karte, die mir die Justice hier sagt, Entscheidung wird getroffen. Eine ganz klare Entscheidung, ein ganz klarer Neubeginn über die Blockaden hinaus des Aufeinanderzugehens und Stabilität. Stabilität im Bereich des Beziehungsaufbaus. Okay? Du weißt, wie die Kreten entfernt werden. Und die Kreten können auch deine eigenen Ängste sein. Ja? Um sich dann eben in das Abenteuer zu stürzen. Wow, cool. Sehr, sehr schön. Okay. Genau. Hör nicht auf, diese Kreten zu entfernen. Wir haben auch ein Yes. Und jetzt will ich sehen, wann du auf dein Gegenüber zugehen wirst. Wann diese Woche jetzt stattfindet. Ich habe nur langfristige Karten. Das ist unglaublich. Ich habe den Skorpion heile die Wunden. Das ist diese Heilung der Wunden, ja. Okay, ich habe schon die Info. Diese Zeit, diese Heilung der Wunden, das ist ein Prozess, das sehr lange schon bei dir im Gange ist. Das läuft schon seit Skorpionzeit, seit 8 Wochen. Okay, bist du in dem Prozess der Heilung deiner Wunden, um hier handeln zu können. Aber die Frage war, wann? Samstag. Suche Freude, bleibe beweglich. Liebe Luftzeichen, das ist ein Riesenschritt für euch. Ich weiß es. Ich bin froh, dass ihr den tut und ich hoffe, ihr nutzt die Energien. Das ist das, was ich hier im Vorfeld gesagt habe. Ja, wir können, aber wir müssen die Energien für uns nicht nutzen. Ich hoffe, du tust es. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Da wartet etwas Wunderschönes auf dich. Okay? Für alle, die noch mehr wissen möchten, zum Thema Sternzeichenlegung in der Videobeschreibung sowie auch in dem ersten Kommentar findet ihr die Videos für Wassermann, Waage und Zwilling. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch gleich bei Vimeo. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Tschüss.